für die beiden Mannschaften. Hier die deutsche Aufstellung. Sie sehen es mit der Nummer 4. Das stimmt nicht. Hier steht noch Karl-Heinz Förster. Die Änderung wurde in allerletzter Minute vorgenommen. Das heißt, sie musste vorgenommen werden aus verletzungsbedingten Gründen. Karl-Heinz Förster hat Schmerzen in der Leiste und der Teamchef wollte wohl das Risiko genauso wie der Spieler nicht eingehen und hat ihn deshalb kurzfristig aus der Mannschaft genommen. Für ihn spielt mit der Nummer 4 Dietmar Jakobs, der Hamburger auf dem Vorstopperposten. Ansonsten die Mannschaft, die man eigentlich vor diesem Spiel erwartet hatte. Es gab bei der Nennung der Namen zweimal Pfiffe, einmal für Dietmar Jakobs und einmal Felix Magath. Eine Einstellung des Publikums, die ich im Prinzip nicht verstehe und auch nicht teilen kann. Noch etwas Neues in Bezug auf die deutsche Mannschaft. Das heißt, so neu ist es natürlich nicht. Sie spielt heute in grünen Hemden und in weißen Hosen. Das ist natürlich etwas ungewohnt, aber auf jeden Fall für sie und auch die Zuschauer auf jeden Fall besser. Sie können die Mannschaften deshalb besser unterscheiden. Hier also das Schiedsrichtergespann. Aus Italien kommen hervorragende Referees. Das hat sich bei wichtigen Länderspielen, Europapokalspielen in letzter Zeit immer wieder gezeigt. Der Herr in der Mitte, das ist Luigi Agnolin, ein 43-jähriger Sportlehrer. Ein sehr erfahrener Mann. Er wird auch bei der Fußballweltmeisterschaft in ein paar Monaten in Mexiko mit dabei sein. Was kann man noch sagen, da der Anpfiff unmittelbar vorsteht? Das Stadion, das Waldstadion, nicht ganz gefüllt, vielleicht etwa 50.000 Zuschauer. In den Kurven gibt es doch einige Lücken. Hier die beiden Kapitäne, Karl-Heinz Rummenigge, der dienstälteste deutsche Fußballnationalspieler, derzeit in Diensten von Inter Mailand, Wimpeltausch mit Oscar, der in Mexiko seine dritte WM-Teilnahme ansteuert. Und noch einmal die Musik, die Sie vorhin schon gehört haben, Mexiko, Mi Amor, Peter Alexander im Gesang mit der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ein Wort vielleicht zum Wetter. Es ist kühl, für die Brasilianer wahrscheinlich sogar kalt. Einige von ihnen sind mit Handschuhen auf den Platz gekommen. Sie haben solche empfindlichen Temperaturen vielleicht noch nie kennengelernt beim Trainingslager in Belo Horizonte. Von wo sie hierher nach Frankfurt gekommen sind, herrschen 30 Grad plus. Und hier sind es gerade soeben 3. Ansonsten die Verhältnisse für ein Fußballspiel, glaube ich, optimal. Kaum Wind und die Rasenheizung hat dafür gesorgt, dass der Boden hervorragend bespielbar ist. Ein Foto noch für die zahlreichen erschienenen Fotografen. Trainerprominenz aus dem In- und Ausland hat sich angesagt, politische Prominenz. Wir hoffen, dass sie genauso wie sie zu Hause nicht enttäuscht werden. 6 Spiele ohne Sieg hatte es für die deutsche Nationalmannschaft gegeben. Dann endlich im Februar riss der Faden in Italien. Ein Sieg, der ein bisschen Hoffnung, ein bisschen Mut gemacht hat, den es aber heute Abend hier mit einer guten Leistung zu bestätigen gilt. Und das ist natürlich nicht ganz einfach. Händedruck jetzt zwischen Karl-Heinz Rummenigge und Falcão, dem Spielmacher der Brasilianer. Die haben wahrscheinlich in Italien sogar noch gegeneinander gespielt. Und jetzt geht es wohl jeden Augenblick los. Jakobs, Briegel, Felix Magath, Frank Milder, Mönchengladbacher. Peter Briegel. Ja, und mit solchen Aktionen schafft man natürlich gleich die richtige Stimmung auf den Rängen. Erster Eckball für die deutsche Mannschaft nach 30 Sekunden. Und hereingeben wird den Ball Lothar Matthäus. Hans-Peter Briegel in der Mitte versucht an den Ball heranzukommen. Und erneuter Eckstoß für die deutsche Mannschaft. Matthias Herget, der Oerdinger, im Vordergrund. Bis auf Toni Schumacher jetzt alle Spieler in der brasilianischen Hälfte. Hier die brasilianische Bank. Der zweite Mann von rechts, der Trainer Tele Santana, den man nach der WM 82 fortgejagt hat und jetzt als Helfer wiedergeholt hat. So schnell ändern sich die Meinungen. Matthäus noch einmal. Briegel!
Versuch hat geklappt. 1:20. Eckball von Lothar Matthäus auf den kurzen Posten gezogen. Hans-Peter Briegel, der am Sonntag auch ein Tor erzielt hat für seine Mannschaft Verona, köpft ein zum 1:0. Das muss man wohl als Deckungsfehler bezeichnen. Der erste Versuch ging noch daneben und im zweiten war Hans-Peter Briegel, der ehemalige Lauterer, erfolgreich. Das müsste eigentlich hier für Stimmung sorgen. Und man kann nur hoffen, dass es in ähnlicher Form weitergeht. Jakob von hinten in die Beine getreten. Das hätte Anjolin pfeifen müssen. Kareka, die Nummer 9, hat den Hamburger da unfair bedrängt. Falcao, Matthias Herget, Matthäus. Andreas Brehme. Klar, dass man nach diesem Auftakt auch die Mannschaft, die führt, erst einmal wieder Ruhe ins Spiel bringen will. Es gibt ja mehrere Spieler, die den Ball bisher überhaupt gar nicht berührt haben. Karl-Heinz Rummenigge zum Beispiel. Mill, der Mönchengladbacher. Und die dritte Ecke. Mal sehen, ob die Brasilianer diesmal besser auf Hans-Peter Briegel aufpassen. Sie sind ja hinreichend gewarnt jetzt. Karl-Heinz Rummenigge, der Kapitän. Und Lothar Matthäus, vielleicht schlägt er den Ball diesmal etwas weiter. Genau auf dieselbe Stelle. Kohn! Olaf Kohn, der kleine Schalker. Und Eckball Nummer 4. Und noch nicht einmal 4 Minuten sind gespielt. Kohn bietet sich an. Matthäus. Wieder Briegel und beinahe ein Eigentor. Also ich weiß nicht, den sichersten Eindruck machen die Gelbhemden im Moment nicht. Andreas Brehme, auch er kann den Ball gefährlich mit dem linken Fuß anschneiden. Brehme, wieder auf Briegel, Rolf. Und jetzt erstmal so etwas wie ein Befreiungsschlag. Olaf Kohn, der eine offensive Mittelfeldrolle spielen soll. Vor ihm eigentlich nur noch postiert Karl-Heinz Rummenigge und ganz vorne in der Spitze Frank Mill. Aber im Augenblick sind sie eigentlich alle vorne. Sydney, links außen. Muss sich da vom Freistoßpunkt etwas entfernen. Lothar Matthäus läuft an. Moser. Sokrates gegen Brehme. So, und jetzt können die Brasilianer erst einmal verschnaufen. Langsamer Spielaufbau. Oskar. Edson. Er spielt mit Handschuhen.
der Vorstopper Sokrates, leicht auszumachen, hoch aufgeschossen, über 1,90 Meter groß, der Mann mit dem Bart. Jetzt sehen Sie das, was Van Beckenbauer seinen Leuten mit auf den Weg gegeben hat. Frühe stören, ja nicht den Gegner zum Spielen kommen lassen. Denn der Teamchef hat doch einige Sorgen um die spieltechnische Stärke der Brasilianer. Toni Schumacher in seinem 66. Länderspiel. Friegel, der Torschütze. Magath. Und Einwurf für Brasilien. Falcão. Sokrates. Über diese beiden werden die Aktionen der Brasilianer vorwiegend laufen. Vor allen Dingen ihre Kreise gilt es zu stören. Andreas Brehme. Wolfgang Wolf. Karl-Heinz Rummenigge. Es wird jetzt ein bisschen eng. Brehme, der in die Nationalmannschaft zurückgekehrt ist, der Kaiserslauterer, der im nächsten Jahr für Bayern München spielen wird. Matthias Herget, sehr schön geöffnet. Brehme. Riegel. Schießen! Ja, er hat wenigstens versucht. Der rechte, nicht sein starker Fuß, aber auch das eine gelungene Aktion von Hans-Peter Briegel. Falcon. Bis zur Mittellinie lässt man sie gewähren. Sokrates. Rechts bietet sich Edson, der Verteidiger, an. Ja, da hat jemand nicht aufgepasst. Den kriegt er. Gegen Briegel. Herget. Sokrates, keiner bei ihm. Herget. Rummenigge. Magath. Kein Abseits. Miller, der Mann mit der 7, über ihn ist vor diesem Spiel am meisten geschrieben worden. Olaf Thon. Sokrates. Sokrates und Falcão, sie holen sich die Bälle sehr weit hin. Casagrande. Miller. Herget. Magath. Ja, solange das funktioniert, kommt der Beifall, aber das klappt natürlich nicht immer. Jetzt ist Rummenigge. Van Mill gegen Falcão. Hallo, Güldenrot. Kurze Unterbrechung. Sokrates hat seinen Schuh verloren, offensichtlich bei diesem Zweikampf mit Andreas Brehme. Anfeuerungsrufe für die deutsche Mannschaft, die bisher sehr engagiert, sehr tempostark hier zu Werke geht. Und diesmal Abstoß. Ja.
Müller. Auch Fehler von Briegel. Und wieder gut gemacht und erster Eckstoß für Brasilien. Nach fast genau 12 Minuten. Mit der 11, das ist Sydney. Er gibt heute sein Debüt in der brasilianischen Nationalmannschaft vom FC Sao Paulo. Herget. Lothar Matthäus. Gut gemacht. Magath. Kann die Seite wechseln. Rummenigge. Ah, so geht's natürlich nicht. Da hat er sich ein bisschen viel vorgenommen, der Wahlitaliener. Vier Brasilianer waren denn doch des Guten zu viel. Der ballführende Spieler wird angegriffen. Jakobs. Edson, die Nummer 2. Sehr offensiv, das sieht man schon in dieser ersten Viertelstunde. Falcon. Moser, der Vorstopper. Jetzt eine Möglichkeit zum Konter. Ah! Sokrates. Briegel war auf dem falschen Fuß. Hat er an Peter Briegel, hatte sich zur falschen Seite orientiert. Konnte sich nicht so schnell um die eigene Achse drehen. Und die erste Chance für Brasilien nach 14 Minuten. Gut reagiert von Toni Schumacher. Das war ein Schuss von Miller. 20 Jahre alt, der junge Mann vom FC Sao Paulo, eins der größten Talente, das im Moment unter dem Zuckerhut heranwächst. Frank Mill, Einwurf Brasilien. Sokrates. Noch einmal der Kapitän. Beide Teams operieren mit jeweils zwei Angriffsspitzen. Bei den Brasilianern sind das Müller und Careca. Bei den Schützlingen von Teamchef Franz Beckenbauer ist das in erster Linie Frank Mill, der Mönchengladbacher, und Karl-Heinz Rummenigge. Herget. Gut freigelaufen von Felix Magath. Sehr schön. Und jetzt, zwei Schritte zu kurz, Lothar Matthäus, Olaf Thon, abseits, der Linienrichter hat die Abseitsfahne hoch gehabt, jawohl, einer der deutschen Spieler war nicht schnell genug aus der Deckung herausgelaufen, wichtige Entscheidung vom Linienrichter, Sokrates. Am Ball können sie alles. Das hat man eben gesehen, blitzschnell den Ball mit der Hacke selbst vorgelegt. Herget, Briegel, Mill. Läuft sehr viel,
weicht schön auf die Flügel aus. Herget, wieder Briegel, Olaf Thon. Zu Recht Beifall, auch für diese Aktion überhaupt. Glaube ich, kann man mit dieser Anfangsviertelstunde der deutschen Mannschaft sehr zufrieden sein. Franz Beckenbauer guckt immer noch ein bisschen skeptisch. Er muss ja auf viele bewährte Kräfte verzichten. Rudi Völler an diesem Wochenende verletzt, Pierre Littbarski, Klaus Augenthaler, die heute wahrscheinlich zum Einsatz gekommen wären. Gute Besserung übrigens. Uwe Rahn noch nicht wiederhergestellt. Müller schön angeschnitten. Also trotz der 1:0-Führung, es besteht überhaupt kein Grund, diese Brasilianer jetzt auf die leichte Schulter zu nehmen. Schöne Körpertäuschung von Thon. Schnelles Überbrücken des Mittelfeldes. Rummenigge und Ecke. Die fünfte. Die Schauplätze wechseln schnell. Eben noch Gefahr vor dem Tor von Toni Schumacher. Und jetzt fünfte Ecke. Und wieder Lothar Matthäus. Briegel wieder im 5-Meter-Raum vorne Olaf Thon. Dahinter dann Rummenigge und Fangmill. Also diese Eckbälle ganz kurz vor das Tor gezogen, die mögen die Brasilianer offensichtlich gar nicht. Andreas Brehme. Auch er wird es so versuchen. Auf Briegel. Jakob. Das Tor zählt nicht. Obwohl es schön gemacht war, Dietmar Jakobs gewann das Kopfballduell. Aber vorher hat Schiedsrichter Agnolin einen Foul von Hans-Peter Briegel erkannt. Der Pfiff kam früh genug. Edson. Sokrates. Müller. Careca. Toni Schumacher ein immer mitspielender, mitdenkender Torwart. Edson. Die Achse Sokrates Falcao 8 und 5. Jetzt greifen auch die Brasilianer etwas früher an und prompt verliert Bremen den Ball. Sokrates. Wenn sie über rechts kommen, wird es besonders gefährlich. Bremen. Wolf gegen Falcao mit dem Ellbogen geschoben. Freistoß. Für meine Begriffe für Deutschland, aber der Herr Agnolin hat es andersrum gesehen. Aus meiner Sicht hat sich Falcao da unfair Raum verschafft. Am Boden Andreas Brehme. Wird jetzt behandelt. Torentfernung etwa 25 Meter.
so aus, als hätte einer der Brasilianer bei diesem Abwehrschlag von Brehme den Fuß draufgesetzt. Brehme hat natürlich mit voller Wucht runtergeschlagen, aber er kann weitermachen. Das tut natürlich im ersten Moment fürchterlich weh, aber der Schmerz vergeht dann auch meistens sehr schnell. Ein bisschen Eiswasser und jetzt der Freistoß mit Falcao. Kaum Anlauf. Matthäus, Brehme, noch einmal Matthäus, in der Mitte ist aber niemand, er muss also noch einmal verzögern. Brehme, Matthäus, zu weit für Rolf. Natürlich klar, dass es in dem Tempo der Anfangsminuten nicht weitergehen konnte. Bitte rücken Sie nach unten durch. Damit hat jeder seinen Edson. Anton und Bertha, wir bedanken uns. Edson, der praktisch keinen direkten Gegenspieler hat, der immer wieder versucht, über die rechte Flügelseite. Und das auch ein Foul. Edson. Riegel. Auch er muss erst einmal warten, bis Mitspieler nachgezogen haben. Herget könnte sich jetzt einmal in den Angriff einschalten. Magath, schöner Doppelpass. Ja, warum nicht? Warum nicht? Der Ball tippte sogar noch zwei, dreimal auf. Hier an der Mittellinie, Sie können es im Moment nicht sehen, liegt Müller, die Nummer 7, der Brasilianer. Und jetzt wird der Ball ins Ausgeschlagen. Hier nochmal der Schuss von Herget aus 25 Metern waren das bestimmt. Und Carlos hatte sogar einige Mühe damit. Und jetzt endlich kann Müller behandelt werden. Brasilien, ich sage es, verfügt über ausgezeichnete Nachwuchsspieler. 1983 und 1985 gewannen die Südamerikaner die Juniorenweltmeisterschaft. Und Müller, der heute sein erstes Länderspiel in der A-Mannschaft macht, gehörte dieser siegreichen Mannschaft. Bei der Wahl zum Sportler des Jahres in Brasilien belegte er immerhin den zweiten Platz hinter dem Formel 1 Rennfahrer Ayrton Senna da Silva. Dieser dunkelhäutige Spieler, der sich da eben schon ein bisschen warm gemacht hat, er nimmt jetzt mal wieder Platz. Sokrates. Edson. Schön. Trotzdem sehr guter Pass von Magath auf Mill, aber Moser gerade noch dazu. Falcao. Sokrates.
Casagrande, Falcao. Mit viel Übersicht Olafone. Das war denn doch ein bisschen leichtsinnig, was Riegel da versucht hat. Sokrates. Ich darf mich wiederholen. Es besteht kein Grund zur Überheblichkeit. Auch kein Grund, irgendwelche Tricks, irgendwelche Mätzchen zu versuchen. Dafür sind die Brasilianer denn doch zu stark. Frank Mill gefällt mir bisher sehr gut. Und Torhüter Carlos. Interessant zu beobachten, wie die Brasilianer in der eigenen Hälfte fast im Zockeltrapp sich den Ball zuschieben, um dann plötzlich in Richtung gegnerisches Tor förmlich zu explodieren, wie eben hier. Ein, zwei Doppelpässe, einer läuft steil. Bisher ist es noch gut gegangen. Magath. Beifall auf offener Szene. Wann hat es das für die deutsche Mannschaft zuletzt in einem deutschen Stadion gegeben? Und dann dieser verunglückte Pass von Andreas Brehme. Das sollte zwar nicht, aber das kann natürlich auch passieren. Edson. Moser. Da hat die deutsche Mannschaft zweimal Glück gehabt, dass Herr Anjolin nicht gepfiffen hat. Missverständnis. Der Ball hätte über die Deckung kommen sollen. Falcao. Edson. Noch einmal Falcao. Es wird viel häufiger über die rechte Seite gespielt. Matthäus. Oscar. Herget. Matthäus. Wolfgang Rolf. Bisher mit wenigen Ballkontakten Brehme. Riegel. Schafft das noch? Ja. Magath, sehr schön. Und direkt. Versuch war es auf jeden Fall wert. Olafone, der Ball kam etwas zu hoch, er kam nicht mehr drüber. Er konnte nicht mehr sauber zum Schuss ansetzen, aber finde ich jedenfalls auf alle Fälle besser, als den Ball noch einmal langatmig zu stoppen, zu gucken. Dann lieber schon so ein Versuch. Eine halbe Stunde übrigens jetzt gespielt, immer noch 1:0. Für die deutsche Nationalmannschaft durch den Treffer von Hans-Peter Briegel nach 80 Sekunden. Wolf. Edson. Wieder Miller. Casagrande. Sokrates. Einwurf Edson. Oh, mit
mit gestreckten Beinen in den Gegner hinein. Das kann zu bösen Verletzungen führen, jetzt noch einmal. Natürlich, man sagt dann immer so schön, der Angriff gilt dem Ball, aber die Verletzungsgefahr ist doch unheimlich hoch. Hier die brasilianische Bank. Der zweite Mann, wie gesagt, in Blau, das ist Kele Santana. Riegel. Vorteil, Vorteil. Kein Foul. Magath. Wolf. Erget. Ein unglücklicher Zusammenprall mit Karl-Heinz Rummenigge, der sich jetzt noch einmal an den Hinterkopf fasst. Das hat bestimmt wehgetan, aber der Anjolin hat Vorteil gelten lassen. Und jetzt ist er schon wieder am Ball. Oh, das müsste gelb gehen. Das müsste eigentlich eine gelbe Karte geben. Ich glaube, mit einer Ermahnung ist es da wirklich nicht getan, denn der Karl-Heinz Rummenigge wäre weg gewesen. Böses Foul. Vorher zweimal dieses harte Einsteigen am Boden. Und hier noch einmal die Situation, ja, auf den linken Knöchel geschlagen. Eine klare Torchance verhindert. Eigentlich gelb. Magath. Jakobs im Abseits. Schiedsrichter Anjolin, das dritte Länderspiel mit deutscher Beteiligung, das er leitet. 1980 in Basel, pfiff er schon einmal, als wir gegen die Schweiz spielten. Und auch beim 3:0-Sieg gegen Österreich in Gelsenkirchen leitet er das Spiel. Casagrande, 22 Jahre alt, in seinem 10. Länderspiel. Bisher konnte die deutsche Nationalmannschaft die guten Ansätze, die gute kämpferische Leistung vom Sieg in Italien auf jeden Fall bestätigen. Auf dem morastigen Boden von Avellino konnte man keine spielerischen Akzente setzen. Hier gab es auf jeden Fall schon Ansätze zu temporeichem, trickreichem Spiel. Im Team der Brasilianer wird es natürlich in den nächsten 2 Monaten noch einige Änderungen geben. 2 wertvolle Leute sind verletzt. Zico, man nennt ihn den weißen Pelé, der vielleicht nach einer Knieoperation gar nicht noch einmal zum Spielen kommen wird. Und dann Leandro, den man als besten Außenverteidiger bezeichnet. Und außerdem, das darf man nicht vergessen, spielen ja auch noch 4 hervorragende Profis in Italien, in der ersten italienischen Liga, verdienen dort Dollar. Und das ist natürlich jetzt schade, dass Casagrande vom Feld getragen werden muss. Einen neuen Spieler haben die Brasilianer bisher noch nicht gebracht. Vielleicht will man erstmal sehen, ob man Casagrande noch einmal fit bekommt. Im Moment also 10 Brasilianer gegen 11 deutsche Spieler. Riegel. Magath, der mir gut gefällt. Zu weit. Gut gedacht. Deutlich zu erkennen auf jeden Fall, dass sich die deutsche Mannschaft bemüht, Fußball zu spielen im wahrsten Sinne des Wortes.
Der Ball wird nicht einfach planlos nach vorne geschlagen. Kick and Rush, das ist verpönt. Damit kann man vor allen Dingen auch in der Höhenlage von Mexiko kaum Lorbeeren ernten. Das kostet dann nämlich viel zu viel Kraft. Ballkontrolle, so wie es die Brasilianer teilweise hier auch vorführen, das ist, glaube ich, das richtige Rezept. Das schließt natürlich nicht aus, dass man hier und da auch einmal einen Steilpass versucht, aber eben nur dann, wenn auch wirklich eine aussichtsreiche Position gegeben. Foul an Matheus. Herget. Der Oerdinger. Vielleicht sollte man sagen, der noch Oerdinger. Matheus. Ton. Herget. Gut gemacht. Die Abwehr der Brasilianer auf einer Reihe. Rolf. Riegel. Herget bietet sich an. Rolf. Genau richtig. Und jetzt ein Schuss. Das wäre dann auch ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Matheus Foul. Auch das war nicht gerade die feine brasilianische Art, was die da auch ein Debütant da eben gemacht hat. Ein Schlag aufs Schienbein oder auf den Knöchel, so sieht es aus. Die Betreuer, Masseur Katzenmeier, Professor Hess. Matheus kann weitermachen und auch der Brasilianer Casagrande ist wieder aufs Feld gekommen. Die Behandlung war also erfolgreich. Matheus. Also ob das Richtige war, eben noch mit einer Verletzung behandelt und dann mehr oder weniger aus dem Stand ohne jede Vorbereitung diesen Freistoß aus nach 30 Metern abzuziehen. Noch 5 Minuten in der ersten Halbzeit. Schlag weit ab, sollte das bedeuten. Riegel. Breme. Und Ecke. Blitzschnell ging das durch die Mitte. 2, 3 kurze Pässe. Und gegen diese schnellen Direktkombinationen ist auch die deutsche Nationalmannschaft anfällig. Das war Careca. Toni Schumacher weit vor dem Tor. Mit den Fingerspitzen noch am Ball. Die dritte oder vierte gefährliche Situation. Und ein Kopfball von Moser.
Müller. Er soll die 100 Meter unter 11 Sekunden laufen können. Beifall jetzt für die Brasilianer. Eben habe ich es noch gesagt. Steil durch die Mitte und ich glaube, da müsste vielleicht auch Matthias Herget ein bisschen mehr aufpassen, ein bisschen mehr hinter seinen Deckungsspielern operieren, nicht vor oder neben ihnen, damit er als Feuerwehr noch eingreifen kann. Das Chancenverhältnis also inzwischen ausgeglichen, aber immer noch 1:0 Führung für Deutschland. Schumacher lässt sich viel Zeit. Magath, Rummenigge. Er hat sich verletzt. Karl-Heinz Rummenigge hat sich eben verletzt, wälzt sich am Boden. Ohne Einwirkung des Gegners. Ich weiß nicht, was passiert ist. Er hat diesen Pass lange angedeutet und ich hoffe, dass die Brasilianer jetzt so fair sind, den Ball ins Seiten auszuspielen, jawohl. Sie erinnern sich vielleicht noch am Samstag, Klaus Augenthaler, wie er sich verletzt hat, bereits nach 2 Minuten, eine Situation, wie sie hundertfach, tausendfach in einem Fußballspiel vorkommt, ein Pass, völlig ohne Einwirkung des Gegners geschlagen und sofort fasste sich Karl-Heinz Rummenigge ans Knie, an den Oberschenkel, ich konnte es nicht so genau erkennen und das sieht nicht gut aus. Das würde gerade noch fehlen. Nach Völler, nach Littbarski, Augenthaler, Rahn, nun auch noch Karl-Heinz Rummenigge. Ich weiß nicht, ob es von Wichtigkeit ist, aber Karl-Heinz Rummenigge war einer der beiden Spieler im deutschen Team, die sich vor der Begegnung in kurzen Hosen warm gelaufen haben. Natürlich, das Spiel dauert jetzt schon 43, 44 Minuten. Hallo, eigentlich Vito, kann man das jetzt wohl kaum auf diese mangelnde Vorbereitung, wenn man das so nennen darf, zurückführen. Wir hoffen natürlich, dass er weitermachen kann. Es wäre schade für Rummenigge, für die Mannschaft, für das Spiel. Da jetzt noch etwa 1-2 Minuten zu spielen sein dürften in der ersten Halbzeit, wagen wir vielleicht ein kurzes Fazit, Beifall, Moment für den Einwurf in die, wenn Sie so wollen, richtige Richtung. Das kurze Fazit kann eigentlich nur so aussehen, dass die 50.000 hier im Stadion und Sie auch zu Hause ein interessantes Spiel gesehen haben, eine interessante erste Halbzeit mit einem Auftaktnachmaß für die Bundesrepublik Deutschland durch das 1:0 von Hans-Peter Briegel. Die Mannschaft von Franz Beckenbauer hat viel Mut, viel Engagement bewiesen. Schnelle Passfolgen, gute Chancen nach Eckstößen und jetzt wieder eine Unterbrechung. Frank Mill liegt am Boden, auch er muss offensichtlich behandelt werden. Man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass es ein faules, ein hartes, ein überhartes Spiel ist. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass beide Mannschaften versuchen, sehr schnell zu operieren mit vielen Tricks. Herr Anjolin fordert jetzt die deutschen Betreuer auf, den Platz zu verlassen. Brasiliens Taktik ist offensichtlich langsamer Aufbau in der eigenen Hälfte, dann schnelles Vorpreschen in den gegnerischen Strafraum, das
war zwei, dreimal gefährlich, faul gestoßen von Careca. Fassen wir es zusammen, alles in allem eine gute, eine interessante erste Halbzeit. Da kann man sich eigentlich auf die zweiten 45 Minuten nur freuen. Durch diese Unterbrechung ist natürlich der Spielfluss etwas verloren gegangen. Herget zum Gegner. Sokrates. Müller. Noch einmal Sokrates. Edson. Sieht sehr gut aus, was die Südamerikaner da teilweise fabrizieren. Casagrande jetzt. Und Mill. Guter Einsatz. Und die erste gelbe Karte dürfte das geben. Für Casagrande. Also ganz so schlimm habe ich es nicht gesehen. Ich glaube, es war kein Nachschlagen. Casagrande hat den Ball gespielt, aber er hat natürlich auch ein bisschen Frank Mill getroffen. Herget. Toni Schumacher. 48 Minuten läuft jetzt diese erste Halbzeit. Wegen dieser vielen verletzungsbedingten Unterbrechungen. Und erfreulich, glaube ich, auch festzustellen, dass endlich wieder einmal Offensivkräfte ein Spiel bestimmen. Das war kein Foul. Für mich war es kein Foul. Sydney war schon um Andreas Bremer herum. Ging dann zu Boden. Falcao. Jakobs. Und jetzt endlich nach 48 Minuten und 45 Sekunden ist Halbzeit. Und wir schalten hinunter zu Holger Obermann, der ein paar Worte mit Franz Beckenbauer wechseln wird. Das war ein Auftakt nach Maß, dieses schnelle Führungstor. Das gab der Mannschaft zunächst einmal selbst viel Selbstvertrauen. Und sie hat, glaube ich, auch in der ersten Hälfte einen guten Fußball gespielt. Ja, wir haben streckenweise ganz gut gespielt. Zwischendurch war dann wieder ein bisschen Leerlauf. Schade, auch durch die vielen Unterbrechungen, durch die vielen Verletzungen. Für ein Freundschaftsspiel vielleicht etwas zu hart. Ja, Franz Beckenbauer, gibt es einen Spieler, der Ihnen besonders gefallen hat? Ich denke an den kleinen Olaf Thon. Der hat für meine Begriffe eine ganz großartige Partie im Mittelfeld geleistet. Ja, Olaf Thon spielt sehr gut, ja. Zu den Verletzten, ja, sehen Sie schwarz. Ich muss da jetzt leider rein. Ist gut. Sie sagen später Bescheid. Ja, danke. Weiter unterhält. Stand 1:0 für Brasilien. Das 11. Länderspiel übrigens zwischen Deutschland und Brasilien. Und erst ein einziges Mal konnte die deutsche Mannschaft die Oberhand behalten. Das liegt jetzt schon 18 Jahre zurück. Zwei Wechsel wird es geben in der deutschen Mannschaft. Einmal Guido Buchwald, der Stuttgarter. Und dann Klaus Allofs. Ja, wir geben noch einmal hinunter zu Franz Beckenbauer kurz. Franz Beckenbauer, welche Spieler sind ernsthaft verletzt? Welche Spieler sind ernsthaft verletzt? Sie kommen gerade aus der Kabine. Ja, der Karl-Heinz Rummenigge hat eine Sehnenverletzung in der Kniekehle. Der Dietmar Jakob hat sich eine Zerrung zugezogen. Also sind wir gezwungen, zweimal auszuwechseln. Ja, wen werden Sie bringen? Guido Buchwald wird die Stelle vom Dietmar Jakobs übernehmen und Vorstopper spielen. Und der Klaus Allofs wird die zweite Sturmspitze jetzt sein, neben den Frank Mill. Ja, Franz Beckenbauer, dürfen wir ein bisschen hineinriechen in die Intimsphäre der Nationalmannschaft? Was haben Sie Ihrer Elf eben gesagt für die zweiten 45 Minuten? Ja, es waren sehr viele positive Dinge dabei, es waren ein paar negative Dinge dabei. Wir haben die Brasilianer teilweise zu sehr ins Spiel kommen lassen. Das war nicht die Absicht, wir wollten sie schon im Mittelfeld stören. Das haben wir nicht getan und da sind sie dann streckenweise, haben sie uns dann ausgespielt. Ein gutes Fußballspiel, das wissen wir, können sie. Und da haben wir streckenweise schlecht ausgesehen. Wir müssen im Mittelfeld aggressiver spielen. Ja, Herr Beckenbauer, ich habe eben mit Josef Pionte gesprochen, dem Gegner in Mexiko, Dänemark. Er hat gesagt, hat die Mannschaft ein bisschen zu sehr
stark forciert das Tempo vorgelegt und dadurch den Brasilianern, die ja technisch hervorragend sind, Gelegenheit gegeben, den Ball in den Reihen zu halten und zu ihrem Spiel zu finden. Ja, ist richtig, das, was ich sage. Wir haben dann den Fehler gemacht, dass wir uns dann zu weit zurückgezogen haben und die Brasilianer dann besser ins Spiel kamen. Und wir haben das angesprochen und ich hoffe, dass die Mannschaft das jetzt abstellt. Man kann nur reden mit ihr. Ist schon klar. Schönen Dank. Ja, es ist natürlich schwierig für einen Trainer innerhalb dieser 10, 12 Minuten Entscheidendes zu verändern. Den einen oder anderen kann man ansprechen, aufrütteln, an seine Aufgaben erinnern. Aber die große Marschrichtung, die ist eigentlich schon vor Beginn des Spiels vorgegeben und man kann, glaube ich, nur geringfügige Änderungen vornehmen. Jetzt eine brasilianische Musikgruppe, die den Beginn der zweiten 45 Minuten, wenn man so will, eintrommelt. Und auch die Brasilianer haben einen neuen Mann gebracht, und zwar auf dem linken Flügel. Hier ist er eben gerade zu Fall gekommen mit der Nummer 21. Das ist Eder. Er gehört schon zu den etwas erfahreneren Leuten im brasilianischen Team. 28 Jahre alt ist er bereits. Seine Leistung ist eigentlich unberechenbar wegen Vertragspokers mit seinem alten Verein. War er 6 Monate ohne Spielpraxis. Mal sehen, wie er sich jetzt in einem Wettkampf wieder zurechtfindet. Guido Buchwald, der Stuttgarter, abseits. Guido Buchwald also mit der Nummer 13 und Klaus Allofs ebenfalls in der Mannschaft mit der Nummer 16. Guido Buchwald kehrte ja beim 2:1 Sieg in Avellino wieder in die deutsche Nationalmannschaft zurück. Spielte da gemeinsam mit Karl-Heinz Förster einen zweiten Vorstopper, Andreas Brehme. Das konnte man schon vorher hören, dass Carlos sehr fangsicher sein soll. Gefährlicher Rückpass jetzt von Olaf Thon. Careca und Falcão, der in der ersten Halbzeit ein bisschen im Schatten stand von Sokrates, wieder ein Fehler. Brehme. Wolfgang Wolf. Buchwald. Herget. Olaf Thon. Schön gespielt auf Frank Mill. Ballannahme ein bisschen zu langsam. Eder. Brehme. Dida. Olaf Thon. Klar, dass sich die deutsche Mannschaft nach diesen zwei Umstellungen erst einmal wieder finden muss. Casagrande, Falcao, Careca, Dida, Herget. Ja, das kommt bei dem Uerdinger immer mal wieder vor, dass er etwas zu leichtsinnig zu Werke geht.
Magath holt sich den Ball wieder. Buchwald. Viele Möglichkeiten des Auswechselns hat Franz Beckenbauer jetzt nicht mehr. Es war von vornherein vereinbart worden. Drei Feldspieler und ein Torwart dürfen getauscht werden. Uli Stein, der Hamburger, sitzt noch auf der Bank. Er soll ja am 9. April in Basel gegen die Schweiz spielen. Längst abgepfiffen übrigens. Und dann, ja, dann fehlen eigentlich nur noch Karl Allgöwer, der Stuttgarter, und Heinz Gründel. Die Auswahl ist also nicht mehr allzu groß. Olaf Thon. Olaf Thon jetzt schon fast hinter dem eigenen Libero spielen. Der war eigentlich als offensiver Mittelfeldspieler vorgesehen. Frank Mill hat freie Bahn in der Mitte. Wolfgang Rolpe muss abspielen. Ja, schön. Ah, zu scharf. Zu scharf. Vielleicht hat er es zu spät gesehen, aber ein bisschen genauer hätte der Pass schon kommen können. Gute Gelegenheit war das, die Brasilianer zu weit aufgerückt. Klar, dass sie hier mindestens noch den Ausgleich erzielen wollen. Man hat die Wertigkeit von brasilianischer Seite natürlich ein bisschen heruntergespielt. Man wollte eigentlich ja gar nicht hier in Frankfurt und am Sonntag in Ungarn antreten. Aber dann hat man schließlich doch gesagt, naja, haben wir halt eine Gelegenheit mehr, ein paar junge Leute zu testen. Foul. Naja, naja. Da braucht sich der Lothar Matthäus nicht aufzuregen. Das ist die richtige Art. Shake hands. Das war gestrecktes Bein, gar keine Frage. Eder. Foul von Bremen. Der erste Gedanke war der bessere. Frank Mill wollte nämlich davonziehen. Alof, dem man endlich mal ein gutes Länderspiel wünschen möchte. Frank Mill. Ah. Kleines Privatduell hier unten vor unseren Kameras zwischen Andreas Brehme und Eder, dem Linksaußen, der jetzt neu eingewechselt wurde. Es sieht so aus, als hätte der Brasilianer dem Andreas Brehme eine geklebt. Der hat ihm auch schon entsprechende Zeichen gegeben. Pass auf, Freundchen. Hoffen wir, dass die Partie nicht ausartet. Es gab ja schon einige verletzungsbedingte Unterbrechungen. Dennoch bin ich der Meinung, es war nicht überhart. Natürlich, es ist mehr als nur ein reines Freundschaftsspiel. Auf beiden Seiten gibt es Spieler, die ihre Position behaupten wollen, behaupten müssen gegen Jüngere oder gegen Spieler, die heute nicht dabei sein können. Und sehe so viele Chancen, sich unter Wettkampfbedingungen in den Vordergrund zu spielen. In der Nationalmannschaft gibt es ja nicht. Briegel. Hohes Bein, aber Vorteil. Brehme. Rolf. Spiel jetzt erfahrener als in der ersten Halbzeit. Viele Ballverluste, viele Fehlpässe, wie eben auch dieser. Klaus Allofs. Magath. Mill. In der Mitte Allofs und Wolf. Matthäus.
Careca. Man darf den Abstand zwischen sich und dem Gegenspieler nicht zu groß werden zu lassen. Schon bei der Ballannahme stören, nicht schubsen, nicht umhauen, aber in der Nähe sein, dem Gegner nicht die Zeit lassen, sich den Ball zurechtzulegen. Schön gemacht von Klaus Allof. Ah, Foul. Auch dafür kann man gelb zeigen. Oskar, der Kapitän, hat Felix Magath, der sich den Ball schön vorbeigelegt hatte, einfach auflaufen lassen. Matthäus, Wolf, Olaf Thon. Gut gemacht. Gut gemacht von Magath und auch von Klaus Allofs. Wieder Ton. Riegel. Immerhin. Das wollen die Leute sehen. Hans-Peter Briegel. Immerhin auch schon in seinem 63. Länderspiel, 30 Jahre alt. Im letzten Jahr mit Hellas Verona italienischer Meister. Eine tolle Saison hat er hingelegt in Italien. Findet jetzt vor der WM offensichtlich zu alter Stärke zurück. Wieder Briegel. Ich hätte es nicht sagen sollen. Falcao. Hergen. Edson. Vorlegen können. Guter Einsatz von Felix Magath. Frank Mill. Ah, jetzt haben sie sich gegenseitig gestört. Der Mönchengladbacher wollte gerade ausholen, da kam ihm Klaus Allofs in die Quere. Careca. Eder. Oh, verschätzt. Da hat er Glück gehabt, der Guido Buchwald. Er hatte sich etwas in der Flugbahn dieses Balles verschätzt. Ja, da war Wolfgang Rolf zu dieser Pirouette praktisch gezwungen, denn kein anderer Mitspieler hatte sich freigestellt. Hans-Peter Briegel in der Mitte, Frank Mill. Ah ja, das war nun nicht. Also diesmal wäre dann doch eine Flanke angebracht gewesen. Falcao. Oskar. Buchwald, gut. Allofs. Kein Foul. Kein Foul. Sokrates. Falcao. Gut gesehen, Olaf Thon. Matthäus, Herget kann noch einmal angespielt werden. Eder. Missverständnis zwischen Brehme und Matthäus. Hergen.
fehlt eigentlich jetzt jemand in der deutschen Mannschaft, der so ein bisschen das Heft in die Hand nimmt. Felix Magath müsste das eigentlich machen. Ton. Sokrates. Er ist Kinderarzt. Er gehört zu den Älteren im Team des dreimaligen Weltmeisters. Buchwald. Matthäus im Abseits. Die Dinge, die das Spiel der deutschen Mannschaft in der ersten Halbzeit weitgehend auszeichnete, sind ein bisschen verloren gegangen. Es gibt kaum noch vernünftige Kombinationen über mehrere Stationen. Magath. Ja, das kann vorkommen. Das kann vorkommen, da würde ich dem Felix Magath keine Schuld geben. In dem Moment, wo er spielen wollte, bewegte sich Olaf Thon genau in die andere Richtung. Die Aktionen jetzt hauptsächlich zwischen den beiden Strafräumen. Die Brasilianer haben noch kein einziges Mal in Richtung Toni Schumacher geschossen. Moser, Buchwald, Olaf Thon. Das ist jetzt schon das sechste oder siebte Mal, dass so etwas passiert. Achtung! Blitzend von Toni Schumacher, Eder. Und noch einmal der Kölner. Die beste Möglichkeit zum Ausgleich für die Brasilianer. Durch Dida und durch Eder. Hier wieder ein Doppelpass. Glänzend herausgekommen von Toni Schumacher. Und dann der Nachschuss von Eder. Im Nachpassen. Inzwischen wieder eine Unterbrechung. Die Betreuer auf beiden Seiten haben alle Hände voll zu tun. Ich glaube, diesmal ist es Olaf Thon. Toni Schumacher feuert seine Vorderleute an. Falcao. Edson. Wieder Falcao. Casagrande. Buchwald. Das Spiel verlagert sich immer mehr in die deutsche Hälfte. Edson. Gut gemacht von Thon. Mill. Können schießen. Ja. Schießen!
Meter. Falcao. Sokrates. Dida. Lothar Matthäus. Da den Punkt zum Abspielen schon verpasst. Trotzdem Beifall, aber der Moment, in dem er Frank Mill noch hätte anspielen, der war schon vorbei. Da musste er diesen Heber riskieren. Aber immerhin einmal wieder Beifall für die deutsche Mannschaft. Miller, Falcao. Sokrates. Netzon. Freistoß muss wiederholt werden. Eder. Der links außen. Er sei der gefährlichste Freistoßschütze, so haben wir gehört. Fünf-Mann-Mauer. Die Entfernung stimmt. Eder guckt noch einmal. Lothar Matthäus fast so etwas wie ein rechter Außen jetzt im Moment. Magath geschoben. Paul, ja. Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Immer noch 1:0 für die deutsche Mannschaft. Riegel. Matthäus. Wolfgang Rolf. Magath. Kohn. Er hätte Zeit gehabt. Hätte sich den Ball durchaus noch einmal auf den rechten Fuß legen können. Sokrates. Foul. Gestrecktes Bein von Klaus Allof. Edson. Kohn. Nein, nein. Nein, nein. Für Buchwald. Er hatte diesen langen Pass gefordert, aber brach dann schon seinen Lauf nach wenigen Metern ab. Müller. Casagrande. Foul. Die beiden sollten doch etwas Ruhe bewahren. Jawohl. So ist es richtig. Und da zeigt sich dann natürlich auch ein bisschen die Souveränität des Schiedsrichters. Keine große Gestik. Schnappt sich die beiden. Und dann geht's weiter. Briegel. Schöner Pass auf Bremen.
steil. Da hat er dem guten Frank Mill doch einiges zu viel zugemutet. Kein Sprinter hätte diesen Ball erlaufen können. 70 Minuten, noch 20. Ich glaube noch 20 lange Minuten. Es wird Kraft kosten, dieses 1:0, diesen zweiten Sieg in der Länderspielgeschichte gegen Brasilien über die Runden zu bekommen. Karl-Heinz Rummenigge, der ja zur Pause ausgeschieden ist, hat viermal immerhin gegen die Brasilianer gespielt, kein einziges Mal gewonnen. Und der letzte Sieg, ich sagte es schon einmal, 18 Jahre liegt er zurück. 2:1 gewann man damals in Stuttgart, die Torschützen Bernd Dörfel und Sigi Held. Falcao. Und gelb für Olaf Kohn. Ja, ich glaube, das ist richtig, was der Anjolin jetzt macht. Die körperbetonten Attacken haben immer mehr zugenommen. Der Kampf um die WM-Plätze, um die Tickets nach Mexiko ist hart. Mill. Edson. Der hatte schon gelb. Und jetzt wird Franz Beckenbauer ermahnt. Er soll auf die Tribüne, das halte ich dann doch für lächerlich. Jetzt eine Machtprobe zwischen Herrn Anjolin und Franz Beckenbauer, der ganz ruhig an der Bank gelehnt hat. Ich weiß nicht, in welcher Sprache sich die beiden da unterhalten, aber es sieht so aus, als solle der Teamchef auf die Tribüne. Karl-Heinz Rummenigge wird jetzt als Dolmetscher herbeigeholt. Herr Anjolin hat offensichtlich etwas gehört, was ihm nicht gepasst hat. Festzuhalten bleibt eigentlich, dass die Attacke von Edson unfair war. Kurzer italienischer Disput. Mal sehen, was passiert. Mal sehen, vielleicht kann mein Kollege Holger Obermann gleich Näheres erfahren. Er steht ja schon parat. Karl-Heinz Rummenigge humpelt da. Und Auswechslung jetzt bei den Brasilianern. Ja, vielleicht können wir einmal hinunterschalten zu Holger Obermann, dass der etwas Näheres in Erfahrung bringen kann. Ja, Walter Johansen, Frage an Franz Beckenbauer, was bei ihm passiert? Ich weiß es nicht, was der Schiedsrichter will. Er will den Horst Köppel vom Platz stellen, ich weiß es nicht. Ja, der Horst Köppel ist 2-3 Mal aufgestanden. Ist er vorher ermahnt worden, sitzen zu bleiben? Ja, es gibt kein Gesetz der Welt, dass man sich hinsetzen muss. Ich stehe ja auch die ganze Zeit. Wir hören hier die Pfiffe, meine Damen und Herren. Wir wollen mal abwarten, wie die Entwicklung weitergeht. Bitte, Walter Johansen. Ja. Wir können das Ganze natürlich auch nur aus etwa 100 Meter Entfernung verfolgen. Vielleicht sollte man dem Spuk einfach in dem Fall ein Ende machen, dadurch, dass sich der Horst Köppel ein paar Plätze weiter nach oben setzt, damit der Anjolin seinen Willen bekommt. Ich halte das für lächerlich, Horst Köppel, vielleicht hören wir was von ihm direkt. Wir gehen nochmal runter. Herr Köppel, was war passiert? Ja, ich habe nach dem Foul nur reklamiert, bin aufgesprungen und dann schrie Foul und das hat er gesehen und dann wollte er mich also, wollte seine Stärke beweisen, hat mich von der Bank gewiesen. Ich weiß nicht warum, normal bei uns darf man das und aufschreien, Reaktion zeigen, aber anscheinend Italien nicht. Aber wenn er der Meinung ist, sowas wäre wichtig, er soll lieber anständig pfeifen. Gut, schönen Dank, tut mir leid für Sie. Ja.
Also der Horst Köppel gehört ja nun auf jeden Fall zu den Ruhigen im Lande, und dass ein Trainer mal aufspringt, wenn einer seiner Schützlinge verletzt wird, angeschlagen wird, das halte ich für verständlich. Eigentlich gefallen mir die italienischen Schiedsrichter ganz ausgezeichnet, aber in diesem Fall hat Herr Agnolin sicherlich um einige Prozent überzogen. Nun gut, Horst Köppel wird zwar schmerzen können, hoffen wir, dass auf jeden Fall weiter Fußball gespielt wird, dass es nicht noch zu weiteren Ruppigkeiten, zu weiteren Hakeleien kommt, denn das würde den guten Gesamteindruck dieses Spiels dann doch etwas dämpfen. Halbe Stunde gespielt in der zweiten Halbzeit. Es wird sicherlich einige Minuten Nachspielzeit geben. Nach diesen Unterbrechungen, nach diesen Diskussionen an der Trainerbank. Die kleinen oder mittleren Fouls, die sich jetzt immer mehr einschleichen, sind vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass bei beiden Mannschaften die Kräfte etwas nachlassen. Andreas Brehme. Falcao. Auch seine Schritte werden langsamer. Magath. Alofs. Das hätte man auch pfeifen können. Eder. Das sollte man nicht machen. Also das sah doch ein bisschen nach Revanche aus. Ich finde das nicht gut, und der Herr Agnolin muss jetzt aufpassen, dass die Partie nicht entartet. Falcao, Edson. Freistoß, Foul von Wolfgang Wolf, und Freistoßchance für die Brasilianer, Torentfernung 22, 23 Meter vielleicht. Toni Schumacher dirigiert seine Vorderleute, hier sehen Sie, er ist lautstark. In der Mauer nimmt Hans-Peter Briegel seine Zeichen entgegen. 5, 6 Mann. Mal sehen, wer ausführen wird. Eder steht bereit. Gefährliche Situation für die deutsche Mannschaft jetzt. Eder. Genau auf die Mauer. Falcao. Abseits. Abseits. Der zweite Freistoßversuch von Eder. Und jetzt wird noch einmal ausgewechselt bei der deutschen Mannschaft. Hinaus geht Frank Mill. Und für ihn kommt der Hamburger Heinz Gründel. Frank Mill hat, glaube ich, nicht enttäuscht. Er ist in der ersten Halbzeit viel gelaufen. Einige gute Aktionen hat er gehabt. Auch ein Klaps jetzt vom Teamchef von Franz Beckenbauer. Er hat, glaube ich, seine Chance genutzt. Und man kann Franz Beckenbauer verstehen, dass er für die letzten 15, 16 Minuten, die noch zu spielen sein dürfen, auch dem Hamburger Heinz Gründel noch eine Bewährungschance gibt. Dida. Guter Einsatz von Lothar Matthäus. Magath. Buchwald.
Geschmack hätte man das überhaupt nicht pfeifen brauchen. Oskar und Torhüter Carlos, der eigentlich kaum Gelegenheit hatte, sich einmal auszuzeichnen, kalt erwischt nach 80 Sekunden. Riegel. Moser. Da hat er Pech gehabt. Gerade als er schlagen wollte, hat er sich den Ball selbst noch einmal vorgelegt. Deshalb dieser verunglückte Pass. Guido Buchwald kämpft und rackert in der Abwehr. Kein leichter Job. Herget, Riegel. Magat. Ein gutes Spiel des Hamburgers, das kann man glaube ich sagen. Zieht die Bälle an sich. Alof. Marinho, gut geklärt von Riegel. Magath, Roll. Schön. Ich weiß nicht, warum der Klaus Allofs jetzt noch mal in dieses Gewühl hineingelaufen ist. Er hatte nach rechts so viel Platz. Eder. Falcao bietet sich an. Careca. Und Gründel. Erster Ballkontakt von Heinz Gründel. Dida. Andreas Bremer. Gründel. Magath. Vom Publikum nach vorne getrieben. Roll. Ein Abseits. Schön gemacht. Matthäus. Und jetzt. Ja. Hervorragend. Schwer zu nehmen, dieser Ball für Olaf Thon, dem man eine gute Minute nehmen kann. Laufstark, auch er, wie Felix Magger, der versucht sich in der Rolle des Spielgestalters, versteckt sich nicht und er kämpft. Da ist er etwas zu klein gewesen. Beide mit hohem Bein, weiter. Oskar, Moser, Gründel. Ja, man sollte dem Hamburger zugute halten, dass es natürlich nicht ganz einfach ist, wenn man hier nach fast 2 Stunden im Stadion sitzt, sicherlich mit einer wärmenden Decke, aber dann in so ein Spiel frisch hineinzukommen, das dauert schon seine Zeit. Buchwald, Herget, Magath, gut, Bremen. Buchwald bietet sich an, ja. Viele dieser Hereingaben, dieser Flanken kommen entweder zu kurz oder zu weit, erreichen selten den eigenen Mann. Sokrates. Ist aber keine böse Absicht dabei. Falcao. Edson.
von dem man sich eigentlich einen Schuss mehr Sachlichkeit hätte wünschen können. Briegel, völlig frei. Ah, tritt auf den Ball. Gut gemacht, aber mit ein bisschen mehr Übersicht hätte er den Ball auch nach innen ziehen können, denn dort standen zwei in grünen Hemden. Eder gegen Bremer. Herget. Falcao. Eder. Marinho. Kohn. Gründel. Herget. Das ist eigentlich ganz natürlich, dass man jetzt auch schon mal rückwärts spielt, versucht, den Vorsprung, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Buchwald. Und Schumacher. Hans-Peter Briegel, wenn man die 85 Minuten so betrachtet, hat eigentlich der Mann mit der Nummer 3, der linke Außenverteidiger, am meisten, am häufigsten aufs Tor geschossen. Das Tor per Kopf erzielt. Dida, Moser, Herget. Gefährlich dieser Rückpass von Matthäus. Bringt seinen eigenen Mann da in Verlegenheit. Schumacher. Missverständnis zwischen Briegel und Kohn. Falcao. Gründel, jetzt 3 gegen 2. Klaus Allof, dem man dieses Erfolgserlebnis durchaus gönnen kann. Ein Fehlpass von Falcao hat diese Gelegenheit eingeleitet an Gründel. Und Allof hat ein bisschen Glück, als er diesen Ball sich selbst vorlegt und dann im Stil eines klasse Fußballers den Ball an Carlos vorbeigeschoben. In der 85., 86. Minute also 2:0 für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ein Tor gleich zu Beginn, ein Tor kurz vor dem Ende. Dazwischen einige gute Aktionen, dazwischen auch ein bisschen Leerlauf. Insgesamt darf man, glaube ich, aber dennoch zufrieden sein. Noch einmal die Brasilianer, die natürlich jetzt geschlagen sind, keine Frage. Vielleicht sind es noch 3, vielleicht noch 4 Minuten. Allzu lange wird Herr Anjolin hier nicht mehr nachspielen lassen. Versuchen wir vielleicht schon ein kleines Fazit. Der Aufwärtstrend, der sich in Avellino beim 2:1-Sieg gegen Italien angedeutet hat, hat sich heute hier streckenweise fortsetzen können. Das zweite Länderspiel im Weltmeisterschaftsjahr 1986 und der zweite Sieg, das lässt hoffen. Nach dem Weltmeister Italien, den man im eigenen Land besiegt hat, nun auch den dreimaligen Weltmeister Brasilien geschlagen. Das tut nicht nur der Statistik gut, das müsste eigentlich auch Auftrieb geben, das müsste Moral geben für die nächsten Aufgaben. Noch 3 Testspiele gibt es ja vor dem Abflug nach Mexiko. Wenn man beide Halbzeiten werten will, die erste sicherlich besser
als die zweiten 45 Minuten. Das gilt aber für beide Mannschaften. Vielleicht war auch das Anfangstempo etwas zu hoch. Der Sieg ist verdient, ohne Frage. Da kommt schon der Schlusspfiff, für mich etwas zu früh. Die Kondition hat gestimmt, die Initiative war da. Brasilien in der ersten Halbzeit ab und zu mal gefährlich. Aber Pedro